Heute werde ich adoptiert von einer Doktorfamilie in Roblox. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Oh Mann, ich bin ganz alleine hier, keiner will mich adoptieren. Was soll ich nur machen? Irgendwo muss ich doch eine Familie finden. Oh, da vorne ist ja das Adoptionscenter. Da habe ich sicher eine gute Chance, von irgendjemandem adoptiert zu werden. Hallo! Seid ihr zufälligerweise auf der Suche nach einem neuen Kind? Oh, ja, tatsächlich. Oh, hallo, wer bist du denn? Wir sind auf der Suche. Oh mein Gott, perfekt. Ich komme rein und direkt habe ich hier eine tolle Doktorfamilie, die mich auch noch aufnehmen will. Hi, ich bin Ronja und ich würde sehr gerne von euch adoptiert werden, wenn das okay ist. Ich wollte ja sowieso immer schon mal ein Doktor werden. Na klar, ich gehe schnell alles klären. Oh mein Gott, wow, super. Hi, du bist mein neuer Dad. Ich bin deine Tochter. Wie cool. Oh mein Gott, ihr habt sicher voll das coole große Doktorhaus, in dem wir denn wohnen können. Hat alles geklappt? Ja, du kannst gleich mitkommen. Oh mein Gott, wie cool. Oh, das sind wir auch schon. Wahrscheinlich ist es das große weiße Haus hier vorne. Wir fahren in die Garage, auch in dem coolsten Sportwagen, den es gibt. Wow. Wohnen wir jetzt hier? Oh, es geht direkt von der Garage ins Zimmer. Warte, ist das ein extra Zimmer? Wer wohnt hier? Wohne ich hier? Das ist ein extra Zimmer. Oh, wir sind richtig reich. Wir haben sogar ein extra Zimmer. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Hier geht's lang? Nein. Hä, es ist so verwirrend. Wo muss ich denn lang? Hier die Treppe hoch? Ist das richtig? Vielleicht hätte ich einfach mal meiner Mama hinterherlaufen sollen. Die weiß sicher besser, wo es lang geht. Oh, das scheint richtig zu sein. Oha, voll riesig. Krass. Oh, hier ist auch mein Vater. Hallo, Dad. Wie geht's? Oh, er sieht ganz schön geschafft aus nach seinem Arbeitstag. Seid ihr beide Doktoren? Ja. Oh, wie cool. Oh, wir fahren mit dem Aufzug hoch scheinbar. Dann geht's hier lang. Oh, hier ist so ein kleiner Empfangsbereich. Und dann das hier? Ja, sogar mit eigenem Bad. Wow, okay, ich habe mein eigenes Bad und das ist auch noch riesig. Das ist so viel besser, als auf der Straße zu wohnen. Falls du dich entspannen willst, hüpf einfach in den Whirlpool in deinem Bad. Oh ja. Oh, es wird auch schon dunkel. Ich würde mich vielleicht einfach hinlegen. Dann bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Meine erste Nacht im eigenen Bett. Wie aufregend. Oh, und so gemütlich. Hab ich gut geschlafen. Oh, es ist auch noch stockeduster hier drinnen. Draußen auch. Ist vielleicht noch so früh. Okay, ich mach mal das Licht an. Schon viel besser. Mama, Papa, ist irgendjemand wach schon von euch? Oh, beide schon da. Guten Morgen, Ronja. Morgen, Liebling. Was steht heute an? Dein Papa muss gleich zur Arbeit. Ah ja, natürlich. Macht Sinn, er ist ja auch ein Arzt. Und ich habe mir freigenommen. Oh, wie cool. Wollen wir denn irgendwas Spaßiges machen heute? Ich zeige dir mal ein paar Dinge. Alles klar. Aber zuerst musst du dich richtig anziehen. Wahrscheinlich in so einem gleichen Arztkittel wie ihr. Eine Sekunde, ich gehe kurz in mein Zimmer und ziehe mich um. So, ich habe den nämlich schon in meinem Kleiderschrank hängen sehen. Zack, zack, zack. Hier. Und zack, umgezogen. Oh, wow, jetzt sehe ich auch aus wie ein richtiger Arzt. Bin fertig, Mama. Wie sehe ich aus? Das sieht toll aus. Yay. Ja, habe ich auch das Gefühl. Jetzt sehe ich wirklich aus, als würde ich aus einer Arztfamilie kommen. Na, dann gehen wir mal los. Tschüss, Papa. Bis nachher. Okay, auf geht's. Das hier ist der richtige Ausgang. Habe ich gar nicht gesehen, weil wir gestern durch die Garage angekommen sind. Fahren wir mit dem Auto los? Ja, bis zur Stadt. Okay, darf ich fahren? Du bist noch zu jung. Na gut, kann ich irgendwo verstehen. Ist fair. Oh mein Gott, es schneit. Was ist denn jetzt los? Sind wir endlich da? Warte, hier ist doch nur die Kita. Warte, bringst du mich zurück? Bitte nicht, ich werde doch ein gutes Kind sein. Nein, nein, ich will dir was zeigen. Oh, ja, dann ist okay. Wo gehen wir hin? Gehen wir zum Zahnarzt? Oh... Obwohl, wir sind ja auch der Arzt. Vielleicht ist es ein anderer Grund. Warte, ich dachte, du bist normale Ärztin. Arbeitet der Papa nicht im Krankenhaus? Arbeitest du als Zahnärztin? Papa ist im Krankenhaus und ich hier. Oh, warte, das ist deine Praxis. Hier ist gerade niemand da. Normalerweise ist die geschlossen, oder? Du musst dich bald entscheiden, was du werden willst. Okay, also muss ich mich entscheiden, ob ich Zahnarzt werden will oder als normaler Arzt im Krankenhaus arbeiten. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor Zahnärzten. Ich glaube, deswegen tut mir leid, Mama, aber dann arbeite ich lieber im Krankenhaus. Kein Problem, Liebling. Okay, gut. Aber warte, warte. Heißt es jetzt, dass ich regelmäßig zur Zahnarztkontrolle muss, wenn meine Mutter Zahnärztin ist? Dann komm mal mit. Oh, bitte, bitte nicht hinten in die Stühle. Ich habe Angst. Ich habe auch immer brav meine Zähne geputzt. Nein, 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 bitte nicht. Okay, ich schätze, es führt kein Weg dran vorbei. So, alles schön, hä? Sollte ich nicht lieber lernen, was ich im Krankenhaus machen muss?
Es tut auch nicht weh, versprochen. Ich wünschte, ich wäre von einer anderen Familie adoptiert worden. Vielleicht von irgendwie einer coolen Zirkusfamilie oder sowas. Und dann könnte ich jetzt auf einem Pferdchen reiten. Und fertig. Oh wow, das war gar nicht so schlimm. Hä? Vielleicht sind Zahnärzte doch nicht so schrecklich. Na dann auf zu Papa. Heute ist mein allererster Tag hier ganz allein im Krankenhaus. Ich darf hier arbeiten. Hallo Papa. Ah, da bist du ja. Dann kann ich ja jetzt gehen. Tschüss. Okay, ich bin ganz alleine hier. Ich führe jetzt das Krankenhaus und kümmere mich um alle Patienten, die reinkommen. Ich glaube, das sollte keine große Sache sein. Ich bin ja in der Doktorfamilie jetzt aufgewachsen. Ich weiß, was ich tun muss. Oh, da ist schon jemand. Oh, da unten. Hilfe! Oh, oh nein, du bist gestürzt. Ist alles in Ordnung? Oh, natürlich nicht, sonst wäre sie doch nicht ins Krankenhaus gekommen. Mein Knöchel tut so weh. Kein Problem, ich weiß genau, was zu tun ist. So, bitte einmal aufsteigen. Perfekt. Und dann bringe ich dich einfach zum Röntgen. Hier hinter und dann einmal gerade durch. Yes, da sind wir auch schon. Einmal aufsteigen, bitte. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, ob der Knöchel gebrochen ist. Ah, auweia, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, nicht nur der Knöchel tut weh, oder? Ich sehe hier deine Halswirbelsäule, dein Auge und dein Hüftknochen sind auch kaputt. Oh nein! Ah, da können wir nichts machen. Dann komm mal mit, dann legen wir dich in ein Zimmer. So, einmal hier hinter den Vorhang. Und dann kannst du dich gerne reinlegen. Super, die Ärzte kümmern sich dann gleich um dich. Oh, warte, nein, ich bin die Ärzte. Ich muss irgendwas finden. Okay. So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich bringe einfach Leute ins Zimmer und zum Röntgen. Das wird alles spaßig. Okay, was haben wir denn hier an Arztequipment? Hier hinten ist auf jeden Fall ein PC. Da kann ich gucken, was sonst so gemacht wird. Dann habe ich hier so ein Stethoskop. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann fangen wir damit mal an. So, ich werde dich einmal abhören. Eine Sekunde, bleibst du liegen? Ja, doch, ich würde sagen, recht normal. Aua! Okay, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Dann gucken wir mal in deine Ohren. Ganz schön viel Ohrenschmalz drin. Kein Problem, da habe ich was gegen. Einmal kurz stillsitzen. Und mein Bein tut weh. Ja, ich mache hier eine Spritze, kein Ding. Zack! Na, fühlst du dich besser? Aua! Okay, falsche Spritze. Sorry, kein Ding. Ich habe noch eine andere dabei. Die habe ich auch gefunden im Medizinschrank. Achtung! Nein! Einfach liegen bleiben, dann ist es auch gleich vorbei. Und zack! Und alles drin. Perfekt. Na? Aua! Okay, dann gebe ich dir hier nochmal ein paar Schmerzmittel mit. Hier, da einfach nach Bedarf zuschlagen. Sollte schon nicht so schlimm sein. Die schmecken nicht gut. Ja, nur Gemecker hier. Ich muss jetzt weg. Ich habe noch andere Patienten, um die ich mich kümmern muss. Ich bin mir sicher, du bist bald wieder heil. Ich habe dir alles gegeben, was ich finden konnte. Okay, dann gucken wir mal, ob gleich noch jemand meine gute Hilfe braucht. Oh, du Kleiner, was willst du denn? Entschuldige, mir ist irgendwie ganz komisch. Oh, das habe ich schon oft gesehen. Okay, du kommst direkt mit hier hinten in die Chirurgie. Komm schnell, bevor es zu spät ist. Okay, einmal hier auf den Tisch legen. So, meine Eltern sind beide nicht da. Die sind eigentlich auch Ärzte. Aber keine Sorge, ich bin hochqualifiziert. Ich gebe dir erstmal eine kleine Narkosespritze. Oh, das ist das. Ist eine Narkosespritze. Ich glaube, ich habe zu viel Sand gegessen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Zu viel Sand, das müssen wir direkt rausoperieren. Keine Sorge, du bist hier in besten Händen. Ein kleiner Pieks in 3, 2, 1 und... Zack. So, das hat man doch gar nicht gemerkt. Okay, der schläft. Jetzt müssen wir ihn irgendwie operieren. Wo ist denn das Skalpell? Wo ist denn das Skalpell? Oh, perfekt. Hier. Okay, hier einmal aufschneiden. Zack. Sand raus. Und dann wieder zu die Pampe. Dann kurz mal abhorchen, ob alles sich gut anhört. Ja, top. Jetzt muss ich hier nur noch warten, bis der wieder aufwacht. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Bis jetzt super easy Arbeitstag. Es ist wirklich, könnte nicht einfacher sein. Es ist so cool, von der Doktorfamilie adoptiert zu sein. Ich darf alles machen, was ich möchte. Bist du schon aufgewacht? Oh ja, hi, wie geht's dir? Was ist passiert? Oh, du hast nur zu viel Sand gegessen und ich habe ihn schnell operiert. Theoretisch hättest du auch einfach warten können, bis du einmal aufs Klo gehst. Aber ich dachte, so geht's schneller. Und ich habe noch nie vorher operiert und ich dachte, ich üb's mal.
Oh, danke. Kein Ding. Mach ich doch gern. Okay, dir scheint's gut zu gehen. Dann bye und mach vielleicht ein Pflaster drauf. Das war auch schon mein erster Arbeitstag. Es ist schon 8.30 Uhr. Ich glaube, so langsam ist es Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Und da bin ich auch schon. Meine Eltern freuen sich sicher, dass ich fertig bin. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo Ronja. Okay, irgendwie klingt der Tonfall komisch. Was ist passiert? Wie war denn der erste Arbeitstag? Auch richtig super, es lief alles gut. Ich habe einen operiert, ich habe eine geröntgt, ein paar Spritzen verteilt. Alles, was man so macht als Arzt, ne? Ich habe ein paar Beschwerden bekommen. Oh, wirklich? Von wem? Vielleicht bist du doch noch ein bisschen zu jung dafür. Ach, kann sein. Es war eigentlich ganz nice, einen Tag nicht in die Schule zu müssen, aber jeden Tag dahin, um zu arbeiten, sehe ich auch nicht so. Ist doch ein langer Tag. Genau, vielleicht geht es ja in ein paar Jahren. Genau, gute Idee. Alles gut, Mama. Ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht. So, das war's dann mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ihr könnt in den Kommentaren abstimmen, von welcher Familie ich als nächstes adoptiert werden soll. Drückt gerne auf den Screen, dann kommt ihr zum nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Bye.